Etwa 6,5 Millionen Menschen leben hierzulande mit der Diagnose Diabetes mellitus. Die gründliche Fußpflege ist bei Diabetes besonders wichtig. Vor allem bei länger erhöhten Blutzuckerwerten können die Nerven in den Füßen geschädigt werden. Etwa 35% der Diabetiker leiden unter der sogenannten Neuropathie. Typische Symptome bei diabetischen Füßen, das ist das erste Mal Kribbeln. Kommt Kribbeln, brennende Schmerzen, dann der Patient natürlich muss sofort reagieren und zum Diabetologen gehen. Da er bekommt einen Schein für Podologie. Und das ist auch die erste Zeichen für Neuropathie. Das ist die wichtigste, also und die schlimmste, was könnte passieren, das ist Neuropathie bei Diabetikern. Durch schlechte heilende Wunde merkt Patient gar nichts, durch Neuropathie natürlich. Und sehr, sehr wichtig wäre, er kommt zu uns. Unsere Füße begleiten uns durch das ganze Leben, werden aber sehr oft vernachlässigt. Gerade Diabetiker sollten ihr Augenmerk auf die podologische Fußpflege legen, um so lange als möglich aktiv und mobil zu bleiben. Es bedeutet für mich Lebensqualität, weil ich ohne Schmerzen wieder laufen kann, wenn ich regelmäßig zu Frau Reichert gehe. Und ich habe nicht mehr so viele Druckstellen an den Füßen, die mich dann also wirklich im Alltag schwer behindern. Klar, dass die Hygiene in der podologischen Praxis oberstes Gebot ist. In einem mit Desinfektionsmittel gefüllten Ultraschallgerät werden die Instrumente gereinigt und desinfiziert. Danach werden sie gespült, abgetrocknet und in Sterilisationsfolie verschweißt. Wir sind jetzt in meinem Lieblingsbereich, das ist Hygieneraum. Und wir sind Podologe, müssen arbeiten mit sterilen Instrumenten, weil diabetische Füße, das ist Risikofüße und kann man ungewollt manchmal auch verletzen. Natürlich, wir vermeiden das, aber dass Bakterien und Viren und Pilze nicht weiter übertragen. Deswegen sehr, sehr wichtig, mit sterilen Instrumenten zu arbeiten. Das Patientenwohl steht bei der Podologin an erster Stelle. Dazu gehört auch die ausführliche Beratung zur richtigen Hautpflege mit verschiedenen Mitteln, die speziell für die Fußpflege von Diabetikern geeignet sind. Diabetische Füße sollten sehr intensiv gepflegt werden. Zweimal täglich wäre nicht schlecht. Durch Diabetes entsteht trockene Haut, weil kommen die Schweißdrüsen kaputt. Und wenn wir von innen bekommen, nicht so viel, sage ich, Feuchtigkeit, dann wenigstens von oben, also von außen wird das eingeklebt. Ich empfehle immer Alprazan-Diabetik, das ist ein Medizinprodukt, sehr intensiv vorbeugt von den Pilzen, von den Entzündungen und so. Doch nicht nur Patienten mit Erkrankungen der Füße kommen in die Hückelhofener Podologiepraxis. Auch vornehmlich weibliche Kunden schätzen die Kompetenz des Praxisteams in Sachen Schönheit. Während bei der Podologie der erkrankte Fuß auf Rezept oder Verordnung der Krankenkasse behandelt wird, beschäftigt sich die Schönheitspediküre ausschließlich mit den gesunden Füßen. Dabei verspricht Shellac als besondere Nagellack-Variante eine wochenlang perfekte Pediküre. Eine podologische Behandlung ist kein Luxus. Oksana Reichert und ihr Team führen die medizinische Fußpflege und Komplexbehandlung bei ärztlicher Verordnung für alle Kassen und Privatpatienten durch. Denn wer mit beiden Füßen fest im Leben stehen will, der braucht vor allem eins: gesunde Füße. Egal ob jung oder alt.